Herzlich willkommen zu einer weiteren Betrachtung des Jahres 2024. Wir sind gerade ins neue Jahr reingekommen. Ich bin noch ein bisschen auf Urlaub und deshalb nicht in meinem Studio. Aber ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, neben der astrologischen Betrachtungsweise auch noch mit den Tarotkarten ins neue Jahr zu schauen. Und da erfährst du einfach grundlegende Tendenzen und auch Energien, wie du vielleicht das neue Jahr besser gestalten kannst. Und wie sich das alles mit meinem astrologischen Prognosen deckt, das erfährst du in dem Vortrag Vision 24, der auch schon hier am Kanal zu finden ist. Und jetzt schauen wir uns einfach mal so die Tarotkarten an. Grundsätzlich, ich bin ja da ein Purist, was das Tarot angeht. Ich lege mit dem Rider-Waite und ich lege auch nicht mehr als 3 Karten. Weil grundsätzlich sehe ich da eigentlich alle Tendenzen raus, weil ich nehme das Kartenbild ja eher dann als eben auch als Inspirations- und meditative Quelle. Und deshalb reichen mir die 3 Karten. Ich habe die 3 Karten des Jahres hier bereits aufgelegt. Ich habe es auch vorbereitet für dich schon. Und wir haben jetzt in der Mitte die Königin der Schwerter. Wir haben auf der linken Seite den Ritter der Kelche. Und wir haben ganz rechts den Hierophanten. Das sind so die 3 Jahreskarten. Ich blende sie dir hier noch einmal ein. Das heißt also Ritter der Kelche, Königin der Schwerter und den Hierophanten. Und du siehst jetzt schon, so wie ich es eingeblendet habe, Idealismus, Sinnsuche, Zukunftsorientierung und Opferbereitschaft. Da geht es so um diesen Ritter der Kelche. Und Sinnsuche und Zukunftsorientierung sind sicher ein Riesenaspekt, die dich in diesem Jahr begleiten sollen und auch weiterbringen werden. Dieser Ritter der Kelche, also die Kelche haben ja mit dem Element Wasser zu tun, mit den Gefühlen auch zu tun. Und überleg dir einfach mal auch jetzt auf der emotionalen Ebene für dich persönlich, welche Gefühle machen noch Sinn, welche Gefühle bringen dich weiter, haben vielleicht eine Zukunftsausrichtung und welche Gefühle kannst du einfach hinten lassen. Ich denke da jetzt zum Beispiel ganz klar an einen Groll, an Wut, an Ärger, die du vielleicht trägst oder Liebeskummer, den du hast oder vielleicht auch eben irgendwelche Sehnsüchte, die aber schon über Bord geschmissen gehören. Gewisse Unsicherheiten, die du hinter dir lassen solltest, ja, wo du wirklich sagen kannst, okay, wo ist denn mein passender Platz, wo kann ich denn meine Talente, meine Energien am besten entfalten und auch wirken lassen. Und das ist eigentlich so dieses Jahr der Sinnsuche, der Ausrichtung und eben wirklich auch neue Gefühle in dein Leben zu bringen. Also so sehe ich diesen Ritter der Kelche. Die Zukunftsorientierung ist ganz, ganz wesentlich und auch der Aspekt der Opferbereitschaft, bitte, sollte nicht übersehen werden. Das heißt, manches gehört hinten gelassen. Du musst manches zurücklassen, um in dieser Zeit wirklich weiterzukommen. Und das können jetzt auch von der astrologischen Betrachtung her sein, natürlich materielle Dinge, die wegfallen. Das können gewisse Lebensanschauungen sein, die wegfallen. Das können gewisse, ja auch Freunde, Beziehungen sein, die du hinten lassen solltest. Aber das ist einfach so dieses Zeichen, es fängt jetzt ein frischer, ein neuer Wind an. Und vielleicht solltest du auch hinter dir lassen, diese ganzen Anspannungen dieser letzten Pandemiejahre, dieser Corona-Jahre. Also da bin ich auch sehr davon überzeugt, dass man da mal ein bisschen weitergehen sollte, sich auch der Traumata bewusst werden sollte dieser Zeit, wenn du welche hast. Und ich glaube, wir alle wurden dadurch geprägt und diese vielleicht auch einmal bearbeiten kannst. Das kannst du natürlich in einer Einzelsitzung auch bei mir machen, in einem Workshop bei mir machen, aber auch auf ganz individuelle Art und Weise. Mach dir nur mal bewusst, da kann jetzt ein neues Gefühl kommen, da soll auch ein neues Gefühl kommen, das dich in die Zukunft bringt, das dich ins neue Jahr rein begleitet. Wir haben dann die Klugheit, das Einfühlungsvermögen, die Koordination, Planung, den Kompromiss und wieder die Zukunftsorientierung und Zuversicht der Königin der Schwerter. Die Schwerter selber sind ja dem Luftelement geweiht. Das heißt, da geht es auch um Ideen. Ja? Also es geht um Gefühle beim Ritter der Kelche, haben wir als erste Karte. Und wir haben diese Luft, diese Ideen um Königin der Schwerter. Und ein Schwert ist natürlich auch immer, ein Gedanke ist immer etwas, der spaltet natürlich auch. Der sagt, das passt zu mir, das passt nicht zu mir. Und
Da sind wir wieder bei diesem Prozess. Was bringt mich denn wirklich weiter? Was in meinem Leben habe ich, das mich in die Zukunft begleitet und was soll hinten bleiben? Und wir haben auch noch die Aufforderung, das Ganze positiv zu sehen, zuversichtlich zu sehen, aber auch kompromissbereit. Das heißt, kompromissbereit gilt für mich auch vor allem für Meinungen, für Darstellungen. Es gibt nicht eine richtige Meinung. Geh auf andere zu, unterhalte dich mit anderen und finde auch Kompromisse. Denn ohne Kompromisse geht es nicht. Wir tauchen eben in diese Luftperiode immer mehr ein. Wir haben ganz große Umwandlungen jetzt, ganz große Veränderungsprozesse. Und da geht es nicht mehr darum, dass man alles Alte rüberrettet, sondern es geht auch darum, Kompromisse zu finden, auch neue Anschauungen zu finden und noch einmal sich klar zu machen, was passt zu mir, was passt nicht zu mir, was bringt mich in die Zukunft. Und du siehst einfach, wenn du dir das Kartenbild anschaust, dieser Ritter der Kelche und auch die Königin der Schwerter, die schauen alle so ein bisschen so rechts rüber. Und das ist rechts, ist für mich so diese Zukunftsorientierung. Also die rechte Seite bei den Karten ist hier bei mir so Zukunftsorientierung. Das geht alles nach vorne in einer Visionssuche, in einem Idealismus. Also das ist mir da ganz wichtig und das trifft auch auf dieses Sonnenjahr, auf diese Jupiter-Energie, die wir haben jetzt gerade im ersten Halbjahr zu, wo ich sage, da gehört eine Sinnsuche rein, da gehört eine weiterführende Suche rein. Und was kommt in diesem Jahr auf uns zu? Der Hierophant, und das siehst du, der blickt direkt quasi, unter Anführungszeichen, schaut dich direkt an, dieser Würdeträger, dieser Geistliche da. Sinn und Wahrheitssuche sind das Ziel dieses Jahres. Das heißt, ich denke, dass wir diese großen Krisen, dieses große Auf und Ab zwar immer haben werden im Außen, aber dass du da Möglichkeiten finden wirst und auch solltest, da mehr Abstand zu gewinnen und wirklich diese Sinnsuche in dir fortzuführen. Und Sinn kann und einen inneren Sinn, eine innere Wahrheit solltest du in dir aktivieren. Und ich lade dich dazu ein und ich weiß es, es geht bei mir am Kanal auch immer am besten. Irgendwelche Analysen über die Zukunft, ist keine Frage, das wird gerne angeschaut. Aber ich lade dich ein, beschäftig dich bitte mit deinen inneren Bildern, mit deinen inneren Seelenbildern. Und wenn da Bilder sind, die womöglich von Unsicherheit und Angst geprägt sind, dann nimm dich derer Bilder an und versorge dich, nähre dich selber. Das ist einfach so wichtig und das kann man gut über energetische Kurse machen, das kann man gut über Einzelsitzungen natürlich auch machen, aber es ist das Jahr der Sinnsuche, es ist das Jahr, bewusster zu werden, Altes hinten zu lassen und in dir eine Ausrichtung in die Zukunft zu finden, eine Vision zu finden. Eine Vision ist einfach ein für mich übergeordnetes Ziel. Das sind nicht die kleinen Ziele, sondern eine Vision ist, wo geht die Reise im Großen hin? Wo denke ich global hin? Und das ist ein Auftrag, den sollte jeder in sich spüren. Und nicht verzagen und sagen, ja, womöglich ändert sich die Inflation nicht oder da bricht irgendetwas zusammen. Nein, um das geht es nicht. Das Außen spielt keine Rolle. Es geht um eine Zielsetzung, um eine Zielsuche, um eine innere Vision, wo man sagt, da kann ich am besten wirken, da kann ich mich am besten entfalten, da fühle ich mich geachtet, geliebt, geehrt, aber auch nützlich, dass man sagt, da kann ich was Positives bewegen. Und das ist für mich dieses Kartenbild. Also es geht ganz, ganz stark in die Innenwelt rein. Es geht ganz, ganz stark in dein Inneres und in deine innere Mitte. Ich blende dir, wie gesagt, diese Karten jetzt nochmal ein, verinnerliche sie mal und du kannst ja auch über dieses Bild mal meditieren, was dir dazu einfällt. Und aus meiner Warte raus, ja, mit allen Herausforderungen, die uns noch erwarten, ist es dennoch ein gutes Jahr, es ist ein leichteres Jahr, es ist ein zielstrebigeres Jahr und mit allen Werten, die sich verändern, ist das trotzdem für mich so der Aufruf zu sagen, jetzt ist die perfekte Zeit, innerlich bewusst, innerlich klar zu werden. Beschäftige dich mit dir, beschäftige dich mit deinem inneren Sinn und deinen inneren Bildern. Und dann wirst du auch dorthin gebracht, wo du sein solltest. Ja, das wäre mal so meine Jahresvorschau zum Jahr 2024. Mich würde natürlich interessieren, was hast denn du für ein Gefühl fürs neue Jahr,
Fühlst du dich motivierter? Hast du das Gefühl, dass ein Aufbruch da tut sich was Neues? Oder wie bist du auch rübergerutscht ins neue Jahr? Also lass mir gerne deine Kommentare da. Ich freue mich natürlich auch über ein Like und natürlich über dein Kanalabo. Und jetzt noch eine Mitteilung in eigener Sache. Wenn du weiter an dir arbeiten möchtest, biete ich jetzt dann am 14. Jänner den Workshop Vision 24 an. Und da geht es wirklich darum, einen Tag lang mit diesen klaren Bildern, mit deinem Warum zu arbeiten, mit deinen Zielen zu arbeiten, die dich nicht nur 24 begleiten sollen, sondern auch weiterbringen sollen. Also es ist ein ganz, ganz starker so Visionsworkshop. Den habe ich vorbereitet. Alle Details findest du in der Beschreibung. Gut, ich wünsche dir ein gutes neues Jahr und auf bald. Und ja, mein Urlaub wird ja auch demnächst enden. Also dann bin ich wieder im gewohnten Linzer Studio. Bis dahin. Aus dem wunderschönen Bad Aussee, dein Oliver Jarensch. Tschüss, bis nächstes Mal.